Kaiser. Wir sind jetzt bei der Eröffnung da im Heizwerk in Eugendorf, ein sehr modernes Heizwerk. Da sind Sie ja auch ein ganz wichtiger Wegbereiter. Warum engagieren Sie sich so stark für Heizwerke und für erneuerbare Energie? Das ist deswegen, weil wir die erneuerbaren Energien unbedingt benötigen. Wir benötigen sie deswegen, weil die anderen Energieressourcen alle zu Ende gehen werden. Und wir wissen, dass nur der erneuerbare Weg der richtige Weg sein wird und weil wir Energieeffizienz als erstes einmal brauchen. Das heißt, die beste Energie ist die, was wir gleich gar nicht brauchen. Und dann, wenn wir noch Energie brauchen, müssen wir die mit erneuerbarer Energie entsprechend ausgleichen. Und da ist das Heizwerk in Eugendorf ein ganz wichtiger und ein guter Weg. Und es sind alle gut beraten, die diese Energien auch entsprechend einsetzen. Sie selbst sind ja sogar derjenige, der ein Auto mit Biogas fährt. Also ein Wegbereiter in jeder Hinsicht, also nicht nur am Land, auf der Wiese, im Wald, sondern auch auf der Straße. Plädieren Sie bei den Heizwerken jetzt auch ganz wichtigerweise für diese Biogasvariante zusammen mit dem Holzhackschnitzelverfahren? Man kann das auf jeden Fall auch kombinieren. Da wird die Zukunft noch manche Technologien entwickeln und da wird es noch manches geben. Unterm Strich, glaube ich, ist immer wichtig, dass man schaut zuerst Energieeffizienz, dann durch Erneuerbare kompensieren und das bringt auch sehr viel für unsere Volkswirtschaft. Das heißt, wir müssen wenig Geld dafür verwenden, dass wir das woanders hinzahlen, sondern das ist ein Geld, das bei uns im Kreislauf bleibt und das ist ein Vorteil, schafft sehr viele Arbeitsplätze nebenbei. Da in Eugendorf haben wir ja Hochtechnologie inklusive Glasfaser, das heißt Kommunikation und Nahwärme in einem. Sie sind ja auch da ein starker Befürworter. Ich bin der Meinung, überall dort, wo man neue Infrastrukturnetze gräbt, wie zum Beispiel da das Wärmenetz, da ist es sinnvoll, dass man auch die neuen Technologien, wie zum Beispiel die Glasfasertechnologie entsprechend mitverlegt, weil das Kommunikation auf sehr energieeffiziente Art und Weise ist und sehr leistungsfähig ist. Und das, glaube ich, ist was, wo auf jeden Fall die Zukunft hinweist und wo wir wissen, das wird in Zukunft benötigt. Herr Hessel, es freut mich sehr, dass Sie als wichtiger Landesvertreter so intensiv hinter der ganzen Sache stehen und bedanke mich fürs Gespräch. Danke auch. So, jetzt.